die Brandrodungen berühren dann extrem tief, weil man sieht, wie viel, was über Jahre entstanden ist, in einer Sekunde zerstört wird. Und das ist eine Lebensgrundlage und eine grüne Lunge für uns alle. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Man versucht zu helfen, so gut man kann, aber es braucht uns alle. Wir haben in einem Land, wo ja Wald leider sehr stark unter Druck ist, schaffen wir es, diesen Regenwald zu schützen, weiter aufzuforsten. Und das zweite ganz wichtige ist, dass die lokale Bevölkerung mitgenommen wird. Das schaffen Sie nur, wenn Sie darin einen Mehrwert sehen, dass auch die Bewahrung des Regenwaldes Ihnen etwas bringt. Und das versuchen wir zu vermitteln. Ein sehr erfolgreiches Beispiel ist der Reisanbau, wo wir dabei unterstützen, dass der Nassreisanbau vorangetrieben wird mit neuen Methoden. Und das führt zum einen dazu, dass der Ertrag um das Siebenfache gesteigert werden kann. Und es muss gleichzeitig auch kein Kunstdünger mehr eingesetzt werden, was dann wiederum auch der Natur zugutekommt. Der Regenwald hier, Masoala-Halle in Zürich, der steht halt auch Pate für die Wichtigkeit des Regenwaldes allgemein. Der Regenwald als ganz wichtiger Faktor in der Klimakrise, aber auch als Ort der höchsten Biodiversität von Pflanzen und von Tieren, der ist auf der ganzen Welt unter Druck und der muss geschützt werden. Und dafür steht natürlich auch hier unsere Masoala-Halle, unser Masoala Regenwald Pate. Regenwald und ich möchte mal sagen, was ich jetzt alles sehe. Es ist so schön warm und der Klang von den Tieren und tropisch. Alle Blätter da und Bäume. Unbeschrieben. Gott. Das ist Wahnsinn. Was uns sicherlich sehr gut gelingt, und da haben wir auch die Belege für, ist, die Emotionen zu erwecken. Diesen Wow-Effekt. Die Leute tauchen ein in den Masoala Regenwald, können ihn erfahren mit allen Sinnen und sind begeistert. Das schaffen wir sehr gut. Für die Menschen, die dann auch in die Ausstellung gehen, gerade auch in unserer neuen Ausstellung, da schaffen wir es auch sehr gut, genau diesen nächsten Schritt zu transportieren und aufzuzeigen, der Regenwald ist in Gefahr, er muss geschützt werden und jeder kann dazu beitragen. Ich finde das sehr schön, dass Sie da vermittelt, wie es könnte sein und wie es sollte sein. Ich finde es sinnvoll, dass man hier etwas hat, und mit unseren Ressourcen, die wir haben, als reiches Land, können in Madagaskar etwas überbringen. Wir haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass dieser Masoala Nationalpark, dass dieser Regenwald in dieser Form weiter existiert. Und wir müssen da weitermachen, damit diese wenigen verbleibenden Waldflächen weiterhin geschützt werden.